Verstehe. Der Chat ist jetzt was, bestimmt was ganz verstört. Ein Kesselgucker? Was zum Geier ist ein Kesselgucker? Was ist ein Kesselgucker? Keine Ahnung. Eine Hexe. Er laut ist eine Hexe. Verbrennt ihn. Auf dem Scheiterhaufen mit ihm. Nur weil ich ein bisschen Glück habe? Pink Eye oder weiterhin Krebs? Das macht doch ab und zu mal unterschiedliche große oder kleine Träneneffekte. Das ist, glaube ich, nicht so cool. Cancer, Simmer, Bazzer. Genau, das Auge macht Gift Damage. Ne. Dann gehe ich jetzt lieber Mom mal kurz besuchen. Hi, Mom. Wow, wie unbelievable viel Schaden ich an ihr gemacht habe. An ihrem Fuß. Deine Mutter. Aber so was von. So mag ich das, so mag ich das. So läuft das gut. Eingefrorene Tür ist immer gut. Sehr schön. Guck mal, ein schönes Auge, wie es dich angestarrt hat. Oh, toll. Ach stimmt, ich hab ja jetzt das Nonnen-Item. Richtig. Vielleicht doch noch ein oder zweimal treffen lassen. Nee, besser nicht. Nee, lieber nicht. Zumindest habe ich bisher noch nicht die Hand bekommen. In your face, baby. Das hat sie so oft gemacht. Und wir kriegen Stammzellen. Yay! Jetzt sehe ich irgendwie sehr verstörend aus. Jetzt sehe ich aus wie ein Monster. Das ist wunderschön. Das ist wunderschön. Kacken die den echt an? Das ist so ekelhaft. Ich wüsste, was hat der Entwickler durchleben müssen in seiner Kindheit? Two girls, one boy. Ich will ihn nicht. Geh weg, geh weg, geh weg, weg. Oh, ich hasse ihn, diesen durch die Gegend rammenden Rambo. Ja gut, ich habe den Vorteil, der Raum ist unpassend für ihn. Ja, okay, du kannst ihn auch noch slowen, das ist auch noch ganz super, aber ich ist trotzdem einer der nervigsten. Also der hat mich schon so oft gekillt, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Wo ich heute deine Folge geguckt habe, ne? Ja, Mann. Da kommen jetzt einfach mal ganz viele Embryos. Ja. Aber du musst unbedingt lernen, mit der Bombe umzugehen. Die Bombe ist so ein geiles Item. Ja, aber ich hab doch alles getötet. Ja. Ach hi. Na toll, Wurst. Dein Lieblingsfreund. Ja, mit der Bombe ist ja richtig geil. Ja. Der einfachste Pille-Palle Gegner ever! Wobei oder man fliegen kann. Wobei ich ja nicht verstehe, warum du den immer in die Ecke jagen musst. Einfach auch weil das Spaß... Das ist Sadismus. Verstehst du? Das ist purer Sadismus. Das ist einfach so nach dem Motto, so, ey, du Noob, du machst mir alles nach, okay, bitte? Das hast du jetzt davon. Das hat Methode. Oh, das sind Gedärme und Gehirn. Ich sehe mich rollen. Gedärme. Es kommen kleine Dr. Kawashimas Gehirne raus. Muss wieder einfangen. Erledigt. So, wenn haben wir jetzt? Conquest. Oh wow, hat mein Leertasten-Item so viel Schaden an dir gemacht. Ich bin erstaunt. Da war der echte. Da ist der echte. Nein, was hab ich denn für eine Version von dir, bitte? Die Geistertränen-Todesversion. Ja. Inklusive Holy Light from the Sky. Au, au, geh doch weg, ey. Geh doch einfach nur. Nein. Komm, zeig dich. Komm, zeig dich. Zack! Jetzt steig ab von deinem Ross. Steig doch ab. Ey, der mag sein Pony halt. Musst du sein Pony lassen. Dann mach halt eben nichts mehr. Ist genauso gut. Steh nur dumm rum und guck blöd. Bestes Space-Tasten-Item ever. Was macht denn das nochmal? Es schaut nach vorne, ne? Ja. Also zumindest die schwarze Version hat das immer auch gemacht. Was macht denn die weiße Version? Ich glaube, die hat noch, auf jeden Fall wirst du schneller, wenn du es benutzt, upon use Isaac will charge in the direction selected and deals damage to monsters. Die weißen Strahlen. Ja. Okay. Und gleichzeitig hat es noch den weißen Strahleneffekt, also es ist, selbstmörderisch für mich. Es ist ein brutales Item. Egal, ich nehm's mit. Ich kann dann mit auf Steine, das ist gut. Ja. Genau, ich nehm's mit und tausche nochmal aus und so, jetzt aber. Eine Etage tiefer! Auf geht's zu Womp 2! Yay! Isaac guckt immer so glücklich da oben, wenn er über den Bossraum schwebt. Honey? Wir haben ein Cage Room. Und einen Buchraum. Und rate, was im Buchraum drin sein wird. The Book of Revelations? Nee. Die Bibel? Ja. Bestimmt.
Wenn, ja, wenn das jetzt auf Ansage kommt, dann wirst du doch nie wieder was mit mir zu tun haben wollen. Nee, dann möchte ich gefälligst bei jedem Binding of Isaac Run dann persönlich anwesend sein und inspizieren, was passiert. Kein Glück gehabt. Necronomicon war aber doof. Nee, das ist nicht so lustig. Dann nehmen wir noch ein bisschen Geld mit für den Arcade Room. Sehr gut. Gott! Ey, da werden wir wieder Stunden drin verbringen. So viel Geld habe ich jetzt auch nicht. Guck mal hier, das Spiel sagt mir nur so, du brauchst Geld hier aus, Digga. Ich hasse Augen, ich hasse die, ich hasse sie. Ich finde, die mit den Bomben sind die ganz lustig, man muss sie nur treffen. Joa, das stimmt, das stimmt. Da machen sie dann wieder Spaß. Hi, Blutoni. Damit Lutexo. Komm, pack dich aus, kleine Maus. Dinger erinnern mich immer mehr an Relaxo als Glutexo. Soll wahrscheinlich auch eine Anspielung darauf sein. Eigentlich pfeifst du ihn auch aus. Stimmt. Jo, mit vollem Leben geht es Richtung Arcade Room. Oh Gott. Wenn er jetzt dann auch noch lauter Leben kriegt, ey, dann... Nein, Tears Down, nein! Das erste schlechte Item. Also, jetzt kannst du in doppelter Hinsicht Glücksspiel betreiben, oder? Das ist doch... Ey, es ist... Was denn? Nein, ich sag gar nichts. Ich hab doch bisher nur Fliegen rausgekriegt. Ja, vielleicht bleibt das ja auch so. Du bist heute wieder zu herzlich zu mir, Hanni. So herzlich. Mann, musst du mich heute lieb haben, ey. Gönn mir den Erfolg. Ja, klar. Merke ich ja, merke ich ja. So, jetzt alle auch schon so, wer bekommt Herzen? Was hat er gekriegt? Herzen. Ach, scheiße, die nehmen ja jetzt mehr weg. Fuck. Off. Oh, dammit. Dann brauche ich mehr Herzen. Danke. Oh Gott, das ist doch krank. Warum? Ach, finde ich schön. Schlüssel brauche ich eigentlich nicht mehr. Naja, lass stecken. Kannst behalten. Mehr Herzen! Nein! Mehr Herzen! Ja! Und? Give me that thing. Meine Güte, so ein Lacker. Jetzt bin ich noch draußen. Gott, das sieht auch, er sieht auch toll aus. Er sieht... Guck ihn dir an. Guck ihn dir an, wie er aussieht, der Isaac. Wo war's denn? Ich habe jetzt dreimal, nee, viermal gespielt und viermal habe ich was rausgezogen. Und Isaacs Gesichtsausdruck dazu ist echt... Ist einfach nur so, das passt so. Dieser Lacker. Oh Mann. Ich glaube, Isaac ist selber total über sich. Was hast du jetzt da reingetan? Ich habe nicht drauf geachtet. Gib mal her. Verdammt. Tisch ab! Noch mehr Herzen? Ich brauche aber keine Herzen mehr. Ja gut, dann gib her. Ja, wieso, wenn er Soul Hearts mit ausspucken würde, wäre er schöner. Macht er ja zwischendurch. So, jetzt darfst du sterben gehen. Okay, ich habe einen Herzenraum geschaffen. Sehr hübsch. Naja, gebrochener Herzenraum, würde ich sagen. Oh, dann sorry. So, dann wollen wir doch mal auf Zimbus, auf Zimbus, auf Zimbus. Wird ja so eine Herausforderung, ich sehe es kommen. Ja, ich habe nur Felix Felicitas Flaschen. Ja, also wenn er was trinkt, dann nur das. Na komm. Na komm. Schlüssel. Oh, ich hab ein Netz von dir. Oh ja. Ich glaube, wir sind relativ gut vorbereitet für ihn. Nee, das kannst du nicht schaffen. Das wird nie was. Du, ich verkack das noch. Ja, wobei, ich habe das auch schon hingekriegt. Beste Items ever, volles Leben und dann... Manchmal so die miesesten Sachen, ne? Ach, wo ich dachte, nee, schaffst du nicht, gewonnen. Da denkt man aber auch nicht dran, wenn hier einer sagt, Manno! Soul Heart weniger. Hi, Envy. Double Envy. Hatte ich noch nie gehabt. Multi-Envy. Ich habe die dann auch immer noch in der blauen Version, wo die dann total gestört durch die Gegend fliegen. Habe ich jetzt auch einen dazwischen. Das ist weiter schlimm.
Wenn es nur einer ist, ist okay. Wenn es mehrere sind, kann es echt ätzend werden. Ach, ich hab doch Slow. Ja, das hast du dich doch mal treffen lassen. Ich hab's genau gesehen. Ja. Tun dich immer so, als wärst du ohne Soul Heart zum Boss. Ja, das ist meine Challenge. Ohne Soul Heart Boss besiegen hier. Derp. Aber du kannst nur fliegen. Du kannst so gut ausweichen. Ich weich doch aus. Forever alone. Töte die kleinen Knupsi-Pupsis. Forever alone. Guck dir die Rage an! Die Rage! Die Mega-Fliegen-Range! Ach, schön. Boah, das ist echt eine lustige Item-Kombination. Das muss jetzt einfach sein. Ja. Einfach nur, weil es so flach ist. Und, dumm, dumm, dumm. Ach, schön. Was haben wir denn? Fans till the end. Mehr Fliegen sind mehr Fliegen. Fliegen, 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 fliegen. Wie viele Herzen habe ich nur noch? Zwei ganze, das weiß ich. Okay, dann können wir mal spenden. Ja, komm, dem kleinen Teufel muss man noch mal was spenden. Oh, Herr Miet und er schmeißt mir noch der Hanged Man aus. Ja, der Hanged Man, das bringt ja nicht mehr viel, weil du dann fliegen kannst. Dumm, dumm, dumm. Der Hermit teleportiert dich aber wenigstens in den Shop. Und wenn es, wenn es keinen Shop gibt, dann teleportiert er dich in einen Random Room. Jupp. Ah, so viele Fliegen und alles und Du kannst einfach die Fliegen für dich kämpfen lassen, die erledigen das Herz dann schon. Ja, nee, ist klar. Ich glaube, das könnte etwas dauern. Scheiß auf den Kopf haben ist in. Wusstet ihr das noch nicht? Mann. Eigentlich könnte ich ja... Ach komm, mach ich auch noch. Ich habe ein ganzes Herz. Nein, erst räume ich noch den Vorboss-Room frei. Ja, heiß los. Ach ja, die Lieblingsgegner. Ich finde ihn eigentlich gar nicht mal so schlimm. Nur in diesem etwas verengten Bereich ist das dann doch etwas egal. Da du über die Steine fliegen kannst, müsste es dir doch egal sein. Ja, aber man kann nicht dadurch. Spiel, möchtest du mir was sagen? Brauche ich vielleicht den gehängten Mann? Ja, er muss sterben. Ach scheiße, es entfernt erst. Das ist gut, es entfernt erst mein Soul Heart. Und es spawnt nichts. So scheiße. Blödes Drecks. Wie ist es denn jetzt, wenn ich auf dem Pferd meine Hanged Man noch benutze? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht bugge ich das Spiel. Tot. Ja, instant so. Nichts ist, das Pferd wird unsichtbar. So, auf zum Herzen! Auf zum Herzen! Hui, toll! Hat mir selbst viel sehr viel gebracht, das Pferdchen einzusetzen. Ach komm, weißt du was? Hier, so. Passiert nichts. Schön. Nice. Quatschort. Ich sagte ja, die Fliege wird das Herz noch alleine besiegen müssen. Hallo, ich schieße auch drauf, ja? Warte mal, ich könnte ja ein bisschen näher rangehen, dann könnte die Fliege ja auch mal Schaden machen. Zack, hat sie Schaden gemacht. Aua, danke. Süß. Wow. Okay. Say the butt. Und, Oh, das ist ein cooles Item. Pferd macht doch ziemlich viel Schaden dann. Ja, wenn es dann trifft, ne? Ja. Everything is terrible. The game just... Was? Hä? Weil ich jetzt in... Hä? Das Spiel wird jetzt schwerer. Warum? Ja, wenn du so und so oft Moody's Herz getötet hast, dann wird das Spiel schwerer. Warum? Warum sagt mir das niemand vorher? Je öfter du das Herz besiegst, desto schwerer wird das Spiel, desto mehr Schaden kriegst du bei Gegnern. Nee. Egal. Oh, ich hab das gleiche Ende wie du. Yeah. Moody kommt und packt. Ist nicht weiter schlimm. Solange wie ich Arcade Rooms hab und Zero Rooms und Bibeln und ach, ich mach das schon. Luck Rooms. Ja, war ja mal wieder ein guter Run gewesen. Nur hat ja auch nur eine Stunde gedauert. Keine Ahnung, wie lange hat er jetzt? Ja, 45 Minuten.
nicht schlecht. Was meinst du? Soll das auf YouTube? Ich fand den super. Ich fand den super. Pimor. Die habe ich noch nie gesehen, die Viecher. Ich habe noch ganz viele davon noch nicht gesehen. Da frage ich mich manchmal, ist das dann wirklich drin oder steht er nur da? Naja, es gibt ja ein paar, die findest du erst dann, wenn du in Bereich, wo du gegen Isaac kämpfen musst, bist. Richtig, richtig. Oder in der Box und so. Also ganz, ganz interessant fand ich ja, als ich Anne das Spiel geschenkt habe, wie das einfach innerhalb von so einem, jetzt, ja, keine Ahnung, ich glaube, jetzt hat sie das Spiel 3 Wochen oder so. Ich habe sie ja zum Geburtstag geschenkt und ich hatte jetzt einfach da schon fast alles freigeschaltet. Die hat auch immer so einen Luck in ihren Runs. Da habe ich ja diesen einen Part von ihr favorisiert, wo sie einfach nur so diese mega Imba-Schadenskombination hatte. Sie sitzt nur noch vom Bildschirm und lacht die ganze Zeit. Das war so Hammer. Es kommt mir ungemein bekannt vor, wenn ich in Cage Rooms reden darf. Ja. Dann lache ich. Skolex habe ich auch noch nie gesehen. Ich kann mal, ich warte, ich poste mal den Link dazu. Für die Leute, die es nicht kennen, einfach mal in den Chat. In den Chat. Hey, Chat. Ich sage dir meine Stats. 181 Item, Tode bei 166 Item und 6 Mom Kills bei 7 Endings, die ich habe. Ah, Moment, ich guck mal, was bei meine Stats dazu sagen. Ich habe ja noch Pflanzen versus Tons. Mittlerweile mehr als die Hälfte der Secrets gefunden. Yay! Nicht schlecht. So, ich muss mir erstmal das Spiel beenden, damit ich das andere öffnen kann. The Binding of Isaac. Da ist es da ja. Spielen. Ich habe das schon 44 Stunden gespielt. Cool. Aber ich glaube, das zählt meinen Spielstand vom Spiel auf dem Mac noch mit. 32 Stunden. Nicht schlecht. Naja, auf die Items dann gesehen und die Tode ist es dann doch wieder, naja. Du bist ja nicht LP-Arki. Muss ja nicht voll erinnerbar sein. Warte, wie sieht meine Stats dann aus? Ich habe 81 Tode, 8 Mom-Kills und 148 Items. Und bis Ende 8 und Ende 11 noch. Du hast nur 148 Items? Dann bin ich ja irgendwie ein bisschen luckiger als du. Warte, ich mach mal einen Screenshot davon. Post das mal voll in Chat, ey. Chat, man. Ja, das ist jetzt gefaked, so. Warte. So. Ja, das sind meine Stats eigentlich. Du hast genauso viele Secrets wie ich. Siehste mal. Schön, 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 schön. Herrlich, dass das so hingehauen hat. Ich finde ja auch die Kombinationen, die es immer gibt, die sind einfach der absolute Hammer, die es da gibt. Also es ist teilweise, habe ich da die schon verrücktesten Item-Kombinationen gesehen. Aber Anne in ihrem Run dort, die hat einfach so die derbeste Item-Kombination ever. Okay, jetzt muss ich ja reingucken. Was ja. Hat sie denn da bekommen? Das ist einfach nur schön. Ja, Firefox, du darfst ruhig neu starten. Ja, du darfst ja auch noch Updates ziehen, natürlich. Ich weiß nicht, was sie gemacht haben, aber seit 2 Versionen ist der Firefox so scheiße. Deswegen habe ich Firefox nicht geupdatet. Entschuldigung. Finde ich immer sehr süß. So ein Kopf mit der Bombe. Mit der Megabombe. Ja. Ach, Alter. Weißt du, was sie denn später noch kriegt? Was? Zielverfolgende Bomben. Oh Gott. Oh Gott. Das kannst du doch nicht machen, ey. Och? Du kannst doch auch Frauen nicht sowas geben. Hier, da weint Isaac direkt. Es ist so ein epischer Run. Er ist so episch. Sie sind zum Schluss echt nur noch ein Lacht. Weil sie overpowered ist. Okay, Leute, dann für die YouTuber verabschieden wir uns. Machen wir das. Machen wir. Du als Gast darfst. Ich darf Tschüss sagen. Du darfst Tschüss sagen. Tschüss. Tschüss. Ich kann ja winken. Da.